Warnung, die nachfolgende Sendung zeigt Aufnahmen eines Hobbygärtners in einem gewöhnlichen Hausgarten. Gartenarbeit liegt voll im Trend, hebt die Stimmung und entschleunigt vom stressigen Alltag. Daher wird empfohlen, die gezeigten Szenen unbedingt nachzuahmen. Hi, ich bin Michael Imhoff, willkommen bei Dschungelgemüse. Heute habe ich nur ein kleines Unboxing-Video für euch. Ich habe dieses Paket aus den Niederlanden bekommen, habe mir dort ein paar tolle exotische Pflanzen bestellt, die unseren Dschungel hier richtig geil aufwerten werden. Und welche Pflanzen das sind, seht ihr in diesem Video. Ja, und dann wollen wir mal auspacken. Ja, das sieht doch schon mal schön verpackt aus. Dass die Pflanzen keinen Schaden nehmen und auch ein bisschen vor der Kälte geschützt sind. Es ist jetzt Mitte April und wie gesagt, es sind exotische Pflanzen. Hier ist schon mal die erste. Ah, erkennt das einer von euch? Das Mammutblatt. Die Gunnera, wie heißt sie? Manicata? Ist das richtig? Ja, ist richtig. Gunnera Manicata. Geile Pflanze. Ich habe mir hier im lokalen Baumarkt schon mal eine besorgt, war aber keine Manicata, war die kleine Form der Gunnera, wird nicht ganz so groß. Ja, und die hier, die macht Hammerblätter, riesengroße Dinger und wird 2,50 Meter bis 3 Meter hoch. Ein echter Kracher, genau das, was hier im Garten noch fehlt. Ah, leider ein Blatt abgeknickt, können wir nichts machen. Liegt am Transport, ist aber nicht schlimm, denn Tetrapanax, der Reispapierbaum, der schlägt sofort wieder aus, wenn er einmal eingepflanzt ist. Wuchert wie verrückt, gehört in eine Sperre, ist aber trotzdem ein geiles Gewächs, was dem Garten so ein richtiges Exoten-Feeling bietet. Ganz tolles Ding. Und was in dem Exotengarten überhaupt nicht fehlen darf, ist eine Bananenstaude. Hier die Musa Basio, die härteste aller Bananenstauden, die es so gibt. Stammt aus China und braucht im Winter leider trotzdem einen Winterschutz, damit sie hier überlebt. Und hier sieht man es, hier wurde die Pflanze abgeschnitten, ist wieder ausgetrieben. Tolles Ding, kommt auch in den Garten. Ich kann einfach die Finger nicht vom Bambus lassen. Eine Fagesie, das ist die Yuzaigu Nummer 1, bekommt, wenn sie von der Sonne angestrahlt wird, super tolle rotende Halme, ja, die man schon vom Weiten erkennt. Ich hatte sie bisher noch nicht, jetzt habe ich sie, kommt auch in den Garten. Thank you.
Da sind sie, meine neuen Exoten. Der Reispapierbaum, Tetrapanax purpurifera, der Jadebambus Fagesia Yuzaigu in der Nummer 1. Es gibt noch andere Nummern und auch andere Pflanzen mit anderen Namen nach den Entdeckern. Und natürlich das Mammutblatt, die Gunnera manicata und die Bananenstaude Musa Basio. Wie es mit diesen Pflanzen weitergehen werdet, sie werden übrigens nach den Eisheiligen eingepflanzt, seht ihr natürlich in einem der nächsten Videos. Ja, bleibt dabei, wenn es euch gefallen hat. Gebt mir einen Daumen hoch für das Video. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Besucht mich auf Instagram. Over and out. Ab in den Garten mit euch. Wir sehen uns. Ciao.